Der Ukraine ist es offenbar gelungen, ein russisches Munitionsdepot in der Ortschaft Rajko im Süden des Landes zu sprengen. Das geht aus ukrainischen Berichten hervor. Auch russische Quellen bestätigen, dass es zu Explosionen gekommen sein soll. Das Lager soll von 2 Storm Shadow-Raketen getroffen worden sein. Dabei kam es offenbar zu einem großen Feuer, berichtet der russische Telegram-Kanal Rybar. Der ukrainische Telegram-Kanal Nikolajuskaj-Vanyok berichtet von einer Eisenbahnlinie, die von russischen Truppen bewacht und zum Ort der Explosion führte. Der Bahnhof soll über 8 Monate aktiv von Russland genutzt worden sein. Bei dem Angriff sollen hunderte russische Streitkräfte verletzt worden, so Nikolajuskaj-Vanyok. Zudem sollen in dem russischen Depot eine große Menge an Granaten gelagert worden sein. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf russische Munitionsdepots. So möchte die Ukraine die Versorgung der russischen Truppen an der Front gefährden.